Nachhaltiges Investieren gewinnt immer mehr an Bedeutung. Anleger setzen verstärkt auf Ökofonds, nachhaltige ETFs und grüne Aktien. Kein Wunder, denn gutes Gewissen und hohe Renditen schließen sich längst nicht mehr aus. Das schauen wir uns gleich an einem konkreten Beispiel an. In diesem Video beantworten wir selbstverständlich auch, welche nachhaltigen Geldanlagen hohe Renditechancen bieten, wann überhaupt ein Finanzprodukt nachhaltig ist und worauf Sie bei der Auswahl von grünen Fonds, ETFs und Aktien achten sollten. Ich bin Markus von Finanzen.net Ratgeber. Der MSCI World ist einer der wichtigsten Aktienindizes überhaupt. Mit einem ETF können Anleger ganz einfach in die rund 1600 Aktien des Index investieren. Auch ich lege mein Geld mit einem Sparplan im MSCI World Index an. Warum erzähle ich das? In der Vergangenheit konnten Anleger mit einem MSCI World ETF im Schnitt eine Rendite von mehr als 6% pro Jahr erzielen. Aber, und jetzt nähern wir uns mit großen Schritten dem entscheidenden Punkt, mehr Rendite hätten Anleger mit dem MSCI World SRI Index erzielt. SRI steht für Socially Responsible Investing, also für sozial verantwortliches Investieren. Der MSCI World SRI Index ist das nachhaltige Pendant des MSCI World Index. Der nachhaltige MSCI World konnte den klassischen MSCI World in den vergangenen Jahren outperformen. Das zeigt der Kurschart im Factsheet des Indexanbieters MSCI. Warum gelang das dem nachhaltigen Index? Was macht den grünen MSCI World erfolgreicher? Und was überhaupt macht den Aktienindex nachhaltig? Den klassischen MSCI World nehmen wir in diesem Video ganz genau unter die Lupe. Hier die Eckdaten. Der MSCI World SRI Index bildet die Wertentwicklung von deutlich weniger Unternehmen ab. In beiden Indizes haben US-Unternehmen die größte Bedeutung. Zu den am stärksten gewichteten Aktien im nachhaltigen MSCI World gehören Microsoft, Tesla und Disney. Auffällig ist, dass beispielsweise der iPhone-Hersteller Apple und der Schweizer Konsumgüterkonzern Nestlé beim MSCI World SRI Index nicht in der Liste der wichtigsten Aktien auftauchen. Warum nur? Schließlich gehören Apple und Nestlé beim klassischen MSCI World zu den Index-Schwergewichten. Die Antwort ahnen Sie bereits, MSCI stuft die beiden Weltkonzerne nicht als nachhaltige Unternehmen ein. Um in den MSCI SRI aufgenommen zu werden, reicht es eben nicht, einen hohen Börsenwert oder ein großes Handelsvolumen zu haben. Die Unternehmen müssen Aufnahmebedingungen erfüllen und ihre Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. Nachhaltigkeit bedeutet die Erhaltung der Ressourcen unseres Planeten, sozial verantwortliches Handeln und gute Unternehmensführung mit Rücksicht auf die Menschen. Bei einem grünen Aktienindex fallen folglich unter anderem diese Unternehmen und Branchen weg. Wer mit gutem Gewissen Vermögen aufbauen möchte, sollte beim Aktienkauf auf Unternehmen aus diesen Bereichen verzichten. Aber nur weil bestimmte Branchen ausgeschlossen sind, heißt das nicht gleichzeitig, dass die restlichen Unternehmen automatisch alle nachhaltig agieren. Deshalb hat die Finanzbranche zwei Methoden geschaffen, um nachhaltige Geldanlagen von herkömmlichen Wertpapieren abzugrenzen. Der Best-in-Class-Ansatz und die sogenannten ESG-Kriterien. Bei der Best-in-Class-Methode wird der Klassenbeste herausgefiltert, also das Unternehmen, das am nachhaltigsten agiert, innerhalb einer Branche, versteht sich. Problem? Das nachhaltigste Unternehmen einer Branche ist möglicherweise nur begrenzt nachhaltig. Es ist eben nur besser als die Konkurrenz. MSCI schließt im nachhaltigen World Index folgende Branchen und Praktiken komplett aus, diese nur teilweise und diese gar nicht. Auf den Rest wendet MSCI den Best-in-Class-Ansatz an. Apple fehlt also im Index, weil zum Beispiel Microsoft aus Sicht des Indexanbieters nachhaltiger ist. Darüber hinaus listet MSCI auch Titel im Index, die ein bestimmtes Nachhaltigkeitsrating erreicht haben. Bei MSCI heißt es dazu, Unternehmen müssen ein MSCI ESG-Rating von A oder höher haben, um in die SRI-Indizes aufgenommen zu werden.
Und schon sind wir bei den ESG-Kriterien. ESG steht für Environment, Social and Governance, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Es geht also um die Frage, ob und wie ökologische und sozialgesellschaftliche Aspekte in Unternehmen und bei Finanzdienstleistern beachtet und bewertet werden. Allerdings können ESG-Kriterien bezüglich der drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie unterschiedlich ausgelegt werden. Wer also besonders nachhaltig investieren möchte, sollte sich gleich unsere Alternativen zum MSCI World SRI Index anschauen, sowie unsere anderen grünen Anlageempfehlungen. Außerdem kommen wir zur Frage, wie investiere ich nachhaltig? Wie also lassen sich wirklich nachhaltige Geldanlagen identifizieren? Eine Antwort bin ich noch schuldig. Warum hat der SRI in der Vergangenheit besser abgeschnitten als der klassische MSCI World Index? Ich möchte nicht lange drum herum reden, der Klimawandel spielt eine entscheidende Rolle. Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren, die zum Beispiel auf fossile Energieträger und den Verbrennungsmotor setzen, die Arbeits- und Menschenrechte verletzen, die wenig Rücksicht auf die Umwelt nehmen, stehen mehr und mehr in der Kritik. In der jüngeren Vergangenheit gab es zudem konkrete Ereignisse, die den Börsenkurs von nicht nachhaltigen Unternehmen belasteten. Zum Beispiel die Finanzkrise, der Untergang der BP-Ölplattform Deepwater Horizon, der VW-Abgasskandal und zahlreiche Bilanzskandale bei verschiedenen Unternehmen. Anleger, die diese Unternehmen bei ihrer Geldanlage ausgeschlossen hatten, erzielten eine deutlich höhere Rendite. Und auch in Zukunft dürften sich nachhaltige Investments richtig lohnen, denn nicht zuletzt produzieren umweltfreundliche Unternehmen Ressourcen schonender, was sich durch Effizienzgewinne und geringen Materialverbrauch positiv auf die Bilanz auswirkt. Wie also können Sie Ihr Anlageportfolio nachhaltiger machen? Und woran erkennen Sie nachhaltige Finanzprodukte? Mindestanforderung für eine nachhaltige Geldanlage ist aus unserer Sicht der Best-in-Class-Ansatz. Finanzprodukte mit einem ESG-Gütesiegel berücksichtigen das Nachhaltigkeitsprinzip in einem noch höheren Maße. Das heimische Äquivalent zu den ESG-Standards ist übrigens der deutsche Nachhaltigkeitskodex, kurz DNK. Wenn Sie noch strengere Maßstäbe anlegen wollen, sollten Sie auf das Urteil des Forums Nachhaltige Geldanlage, kurz FNG, vertrauen. Finanzprodukte, die mit dem FNG-Gütesiegel ausgezeichnet werden wollen, müssen über die ESG-Standards hinaus die vier Bereiche des sogenannten globalen Pakts zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen berücksichtigen. Diese sind Menschen- und Arbeitsrechte, Umweltschutz sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bleibt die Frage, woran erkenne ich nachhaltige Geldanlagen? Bei ETFs und den zugrunde liegenden Indizes tauchen in der Namensgebung häufig die Begriffe Sustainable oder Sustainability auf, die englische Bezeichnung für nachhaltig bzw. Nachhaltigkeit. Wie wir bereits beim nachhaltigen Weltaktienindex gesehen haben, kann die Abkürzung SRI oder SRI Teil des Namens sein. Grüne ETFs und Ökofonds heißen auch gern Responsible Fonds, Fair Value oder Nachhaltigkeitsfonds. Außerdem enthalten sie häufig die Zusätze ESG, Öko, Climate oder Ethik. Einige nachhaltige Börsenprodukte und Aktienindizes tragen bereits im Namen, welche Branchen sie ausschließen. Hier ein Beispiel. Der Dow Jones Sustainability ex Alcohol, Tobacco, Gambling and Others schließt unter anderem Glücksspielbetreiber sowie Hersteller von Alkohol und Tabak aus. Kommen wir zum entscheidenden Punkt für Sie als Anleger. Konkrete Empfehlungen für nachhaltige Geldanlagen. Schauen wir zunächst auf nachhaltige Aktienindizes. Der bereits genannte MSCI World SRI Index kann ein guter Einstieg in die nachhaltige Geldanlage sein. Strengere Kriterien legen der MSCI World Socially Responsible an, sowie der MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, der explizit fossile Brennstoffe teilweise ausschließt. Alle drei Indizes enthalten Aktien aus aller Welt. Sie streuen das investierte Kapital entsprechend breit. Wer sein nachhaltiges Portfolio auf Europa ausrichten möchte, sollte sich diese Aktienindizes anschauen. In alle sechs Indizes können Sie mit ETFs investieren. Konkrete Produktempfehlungen habe ich in die Beschreibung unterhalb des Videos gepackt und zwar samt Wertpapierkennnummer.
Dort finden Sie noch weitere Anlagetipps. Gleich stelle ich Ihnen aktiv gemanagte Ökofonds vor, aber ich möchte Sie auf Oskar aufmerksam machen. Der intelligente ETF-Sparplan von Finanzen.net legt Ihr Geld renditeorientiert, kostengünstig und nach nachhaltigen Kriterien an. Das Beste: Oskar pflanzt für jeden Kunden echte Bäume. Mit Ihrem Investment bei Oskar tun Sie also aktiv etwas für die Umwelt. Schauen Sie doch mal auf www.oskar.de vorbei. Unsere Empfehlungen für nachhaltig aktiv gemanagte Fonds. Der Green Effects Naturaktienindex Wertefonds investiert in lediglich 30 speziell ausgewählte globale Titel. Stiftung Warentest vergibt dem Fonds eine sehr hohe Nachhaltigkeitswertung von 4 Punkten. Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien investiert mehr als die Hälfte des Fondsvermögens in europäische Aktiengesellschaften. Alle Unternehmen im Fonds weisen innerhalb ihrer Branche ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Ranking auf. Der Umweltfonds Deutschland der Vermögensverwaltung Murphy und Spitz investiert ausschließlich in Unternehmen aus nachhaltigen Branchen und wurde bereits mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet. Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss. Ein ETF ist immer so gut wie sein Index. Ein aktiver Investmentfonds hingegen kann immer nur so gut sein wie sein Fondsmanagement. Achten Sie also immer darauf, ob sich an der Anlagestrategie etwas ändert oder ob der Fondsmanager wechselt. Es würde mich sehr freuen, wenn Ihnen unsere Empfehlungen beim nachhaltigen Vermögensaufbau helfen. Unser Ziel ist es nämlich, Sie fit für das Thema Börse und Finanzen zu machen. Denken Sie an ein Like, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video mehr verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und alles Gute, Ihr Markus von Finanzen.net Ratgeber.